Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich bin etwas müde. Ja, aber ich habe euch heute mal wieder ein Thema mitgebracht. Mir ist nämlich was wieder eingefallen. Ich habe eigentlich eher was gelesen, dass ein Fußballer in Spanien verstorben ist und dann habe ich mich gedacht, es ist tragisch. Und dann ist mir eingefallen, dass in Stadien meistens, wenn ein Spieler verstorben ist, so diese Schweigeminute herrscht. Und ja, deswegen ist mein heutiges Thema aufgezwungene Empathie. Ja, so könnte man es nennen. Aufgezwungene Empathie. Nennen wir es doch jetzt einfach mal so. Also, ich bin ja jemand, ich bin von Natur aus nicht unbedingt empathisch veranlagt und ich bin auch nicht so gut darin, mich in Dinge reinzufühlen, die andere gerade beschäftigen. Und dann war es für mich als Jugendliche immer so, dass wenn ich dann diesen Satz gehört habe, wir halten eine Schweigeminute für was auch immer, ich dann in dieser Schweigeminute, ich habe geschwiegen, weil ich nicht die Einzige sein wollte, die irgendwas sagt. Das war so dieser Gruppenzwang, also wirklich, das ist dann ja so ein Zwang, der da herrscht und auch so ein Druck. Aber ich muss sagen, ich hatte nicht in diesem Moment irgendwie an die Person gedacht oder die Sache, um die es ging, sondern ich habe dann solche Sachen gedacht wie, okay, ja, nee, macht immer noch keinen Sinn, okay, dann schweige ich noch ein bisschen, okay, jetzt langsam könnte die Minute vorbeigehen. Himmel, achtet irgendeiner auf die Uhr und ich meine, wir müssen doch schon mindestens 10 Minuten schweigen oder was ist, wie lange geht es jetzt noch? Oder eben auch sowas wie, was esse ich eigentlich zum Abendessen? Also mir gingen die Schweigeminuten immer viel zu lange und vor allem, um ganz ehrlich zu sein, in 90% der Fälle habe ich mir gedacht, als ob jetzt mein Schweigen irgendwas daran ändert. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du da stehst und schweigst über irgendein dramatisches Ereignis oder du da irgendwie einen auf, ich bin so mitfühlend machst, dann wissen es erstens mal die Person, die es betrifft, nicht. Zweitens, denen hilft es nicht, dass du schweigst. Drittens, so ist viel Zeit vergangen, die du irgendwie effizient benutzen hättest können. Viertens, hat schon mal irgendjemand eine Stoppuhr bei so einer Schweigeminute gehabt? Ich könnte schwören, die gehen niemals eine Minute, die gehen länger. Und deswegen finde ich das jetzt schon mal den totalen Beschiss, wenn man da sagt, wir machen eine Schweigeminute, und die länger gehen. Dann das nächste für mich war immer so dieses, ich fand immer so bedrückend, dieses Schweigen. Also ich mag es überhaupt nicht, wenn man im Zimmer ist und alles total still ist. Es hat dann immer so diese bedrückende, belastende Wirkung und ich finde das einfach nicht angenehm. Ja, aber es ist ja nicht nur dieses Schweigen, wo man sich dann wieder zu genötigt fühlt, einen auf Empathie zu machen. Entschuldigt, aber anders kann ich es gar nicht formulieren, aber es ist eben bei mir so. Sondern ich persönlich, ich bin ja jemand, ich finde auch, wenn man zu großes Engagement hat, das finde ich auch immer etwas anstrengend. Also ich finde es schön, wenn man zum Beispiel also sagt, rettet die Umwelt, unterstützt die Armen, spendet für die Entwicklungsländer, spendet hier, spendet da und so weiter. Aber ich finde es anstrengend, wenn man dann zum Beispiel in der Woche gefühlte 30 Spendenaufrufsbriefe kriegt und zu Weihnachten dann gleich 10.000 gefühlt, die einem alle sagen, spende doch jetzt, wo gerade die Weihnachtszeit ist. Wo ich mir denke, eigentlich wäre es intelligenter, wenn ihr nicht gerade zur Weihnachtszeit die Briefe wegschickt, weil da haben die meisten Leute Klamm, weil sie gerade Weihnachtsgeschenke gekauft haben. Und haben sie sicher nicht auch noch Lust, sich zu überlegen, spende ich jetzt was. Und die paar, die das dann machen, die würden es auch, glaube ich, im Sommer machen. Die machen es nicht, weil sie irgendwie sich denken, es ist so furchtbar, dass die anderen da nichts haben, wir spenden mal. Ich bin auch jemand, ich sag, wenn du was spendest, dann überleg immer, wo du spendest, weil ich finde es immer doof, wenn du Spenden spendest, die dann allerdings nirgendwo ankommen. Oder besser gesagt, nicht da, wo sie wirklich gebraucht werden.
Wie hat es meine Mutter mal so schön formuliert? Wenn du Sachspenden machst, dann such dir eine bestimmte Person, der du das spendest, schickst der Person oder gibst jemanden mit, der da gerade hinreist. Aber versuch nicht irgendwie sowas zu machen wie alle zu retten. Weil das kannst du nicht. Du kannst nicht die ganze Welt retten. Das geht einfach nicht. Und. Uah. Entschuldigung, Sekunde. Ich muss kurz mein Baby retten. Ja. So, und jetzt ein Satz, bei dem mache ich mich bestimmt bei 99% der Menschheit total unbeliebt. Vielleicht auch bei nur bei 50, aber ich wollte den schon immer mal gesagt haben. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Spendengeschichten eh nichts bringen, weil das ist ein Geld reinschmeißen in ein endlos schwarzes Loch. Solange es nicht so ist, dass das wirklich das Geld an die Bevölkerung geht und wirklich da dann denen Möglichkeiten für eine Existenz und einen Aufbau geliefert wird, sondern glaube ich, dass wir noch so viel spenden können, es bringt nichts, weil die keine Infrastruktur haben. Und wer keine Infrastruktur hat, der kann auch nichts wirklich mit Geld anfangen, weil Geld löst nicht alle Probleme der Welt. Jetzt, ich fühle mich besser, jetzt, wenn ich es mal gesagt habe. Ich bin der Ansicht, wir sollten unterstützen. Aber wenn wir unterstützen, sollten wir nicht unterstützen im Sinne von, ich schreibe mal schnell einen 5-Euro-Scheck aus oder einen 1.000-Euro-Scheck, sondern eher im Sinne von, ich suche jemanden, der gerade eine Idee hat für eine Firma, der etwas aufbauen will und der damit dafür sorgt, dass dann mehr oder weniger Leute Jobs bekommen und dadurch, dass die dann Jobs bekommen, bekommen mehr Leute Arbeit und mehr Arbeit heißt mehr. Heißt, Perspektive und Perspektive als Schulbildung und dadurch wird es dann besser. Aber dieses ewige, wir spenden in ein schwarzes Loch rein, das hat keinen Sinn. Was nicht heißt, dass ich nicht, wenn ihr spenden wollt, spendet. Das ist immer eine Sache. Ich meine, es ist nicht so, dass ihr jetzt euch da von meiner Ansicht von abhalten lassen solltet. Wer spenden möchte, der sollte auch spenden. Aber überlegt, wohin ihr spendet. Weil wenn ihr irgendwo hinspendet, wo es am Ende dann gar nichts bringt und ihr dann am Ende nichts wirklich bewirkt habt, dann bringt es halt nicht wirklich viel. Ich finde auch, wenn man bei Tierprojekten spendet, auch wenn ich Tiere mehr als alles andere liebe und ich jemand bin, der sagt, also so langsam will ich wirklich meinen Kanal übernehmen. Ich habe so das Gefühl. Ja, aber ich bin auch wenn ich der Ansicht bin, dass man für Tierprojekte spenden sollte. Guckt, was die wirklich damit mit den Geldern machen. Ich möchte jetzt nur ein Beispiel nennen. Laut dem Artenschutzindex sind Pandas gefährdete Tiere. Aber Tiere, die noch viel gefährdeter sind, sind zum Beispiel diese riesen Echsendinger, die da in China sind. Davon gibt es nur noch einen ganz mini kleinen Bestand, habe ich erst kürzlich in der Doku erfahren. Und die werden zum Beispiel nicht geschützt. Die werden denen nicht die Aufmerksamkeit zugekommen gelassen, die sie verdient hätten. Und die Panda-Bären, da gibt es ganze Zuchtstationen, wo Pandas künstlich befruchtet werden, nur um neue Pandas zu produzieren, die dann aber auch nicht ausgewildert werden können. Und ich weiß nicht, ob das dann sinnvoll ist, in solche Projekte finanziell zu unterstützen oder ob es dann mehr Sinn macht, zum Beispiel solche Projekte zu schützen, wie zu unterstützen, nicht zu schützen, sowas zu unterstützen wie Greenpeace, die dann dafür wiederum solche Sachen machen, wie dafür zu sorgen, dass die Umwelt geschützt ist und damit auch die Population der Tiere zunehmen kann. Mama? Ich habe meine Mutter eingeschläfert. Langsam mache ich mir Sorgen. Okay, also nachdem meine Mutter schon im Sitzen einschläft, vor meinem Versuch zu helfen, glaube ich, dass ich einfach mit allem sagen möchte. Egal wie gut eine Sache gemeint ist, egal wie mitfühlend man ist, man sollte immer überlegen, wie hilft man wirklich und wo ist man einfach nur jemand, der mit den Massen mitläuft und einfach nur und nur mehr oder weniger das Problem verschiebt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einen Sinn macht, aber ich hoffe es. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.readmyoutlook.com. Falls ihr Bock habt, mir auf Facebook eine Freundschaftsanfrage zu schicken, ich nehme jede an. Ich bin da total offen dafür.
Ich muss zugeben, ich bin nicht unbedingt der aktivste Mensch der Weltgeschichte, also wundert euch nicht, wenn ich nicht sofort reagiere. Aber ich nehme alle Freundschaftsanfragen an. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!